Geschichten über Riesen aus der Antike finden sich häufig in der Folklore, Mythologie und in historischen Berichten verschiedener Kulturen auf der ganzen Welt. Das Konzept der Riesen findet sich auch in religiösen Texten, vor allem in der Bibel. Die Nephilim werden im Buch Genesis als Nachkommen der Söhne Gottes, auch Wächter genannt, und der Töchter der Menschen erwähnt. Es gibt viele archäologische Funde von unnatürlich großen Waffen, wie die riesigen Doppeläxte, die heute im Archäologischen Museum von Heraklion in Griechenland ausgestellt sind, oder das Norimitsu Orochi, ein in Japan gefundenes Riesenschwert. Riesige Äxte aus der Bronzezeit wurden auch in Dänemark entdeckt, während eine große Sammlung von Riesenwerkzeugen in Marokko gefunden wurde. Es gibt unzählige weitere Artefakte, die mit Riesen in Verbindung gebracht werden, sowie ungewöhnlich große Skelettreste. In dieser fesselnden Episode, die mit freundlicher Genehmigung von Gaia und ihrer Originalserie Antike Zivilisationen gezeigt wird, begeben wir uns auf eine Reise durch die alten Annalen der Geschichte und Mythologie, um die Geheimnisse der Nephilim-Riesen zu lüften. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser Folge. Im Spätsommer 1908 entdeckten Bauarbeiter in Collinsville, Illinois, in der Nähe der Cahokia Mounds, zufällig eine Grabstätte aus Stein. Sie enthielt mehrere menschliche Skelette, die weit über 2 Meter groß waren. Kurz darauf verschwanden die Leichen, was die Vorstellung noch rätselhafter machte, dass in Amerika einst eine Spezies von übergroßen Menschen lebte. Die Überreste dieser Stätte verblüffen die Archäologen bis heute. Cahokia galt mit einer Bevölkerung von 25.000 bis 50.000 Einwohnern um das Jahr 1000 als die größte Stadt nördlich von Mexiko. Diese frühzeitliche amerikanische Zivilisation besaß ein hochentwickeltes System von Wasserleitungen, Landwirtschaft und Textilien und weitere Legenden über die sogenannten Erbauer der Erdhügel. Wer waren diese Erbauer der Erdhügel? Könnte es einen Zusammenhang mit den übergroßen Leichen geben, die in der frühzeitlichen Grabstätte gefunden wurden? Handelte es sich um die Überreste einer Hochkultur, die es nicht nur in Amerika gab, sondern auf der ganzen Welt? Der Forscher Brad Olson behauptet, in diesen Erdpyramiden sei der Schlüssel zu diesen vergessenen Wesen zu finden. Es stimmt, dass in den Erdpyramiden im Mittleren Westen Riesen gefunden wurden. Es gibt dort verschiedene Kulturen. Anfangs gab es im heutigen Staat Ohio die Edina, die später zur Hopewell und zur Mississippi-Kultur wurde, die sich dann im ganzen Tal des Mississippi verbreitete. Es gibt über 2000 Erdpyramiden in Nordamerika, Mexiko eingeschlossen. In Nordamerika gibt es diese von den amerikanischen Ureinwohnern gebauten Erdpyramiden, um die verstorbenen Riesen zu ehren, errichtet aus Erde. Manche hatten die Form von Schlangen oder anderen Geschöpfen. Manche sind bloß Hügel. Aber es ist interessant, dass es in anderen Teilen der Welt sogenannte Dolmen gibt. Das sind massive Steingräber, wo ein Riese von königlicher Abstammung begraben wurde. In Nordamerika wurde ein riesiger Grabhügel errichtet. Das ist kein leichtes Unterfangen. Beide Monumente waren Wesen geweiht, die in der Frühgeschichte eine große spirituelle Bedeutung hatten. In meinen Forschungen habe ich über 1500 Zeitungsartikel aus dem frühen 20. und dem späten 19. Jahrhundert gesammelt, in denen laufend über die Entdeckungen von riesigen Skeletten in Erdpyramiden und an anderen Orten berichtet wurde. Einige riesenhafte Skelette stammen von den amerikanischen Ureinwohnern ab. Das ist interessant, denn die ersten europäischen Entdecker Nordamerikas beschrieben in ihren Aufzeichnungen die Häuptlinge jedes Stammes als Riesen, einige von ihnen 3,5 bis 4,5 Meter groß.
Daran erkennt man erneut den höheren Status, der den Menschen dieser Abstammung verliehen wurde. Und wenn man sich den ersten Logbucheintrag des ersten Schiffes anschaut, das auf der Osterinsel ankam, steht darin, dass es dort eine Rasse von Riesen gab. Das war der priesterliche Stand des Volkes von Rapa Nui, der verantwortlich war für den Bau dieser Steinfiguren. Das lässt sich auf 100 verschiedene Orte auf der ganzen Welt übertragen. Das Erstaunliche daran ist, dass es genau die gleiche Geschichte ist. Ein weiteres Beweisstück für die Glaubwürdigkeit dieser Mythologie sind über 100 riesige menschenähnliche Fußabdrücke, die rund um die Welt jahrtausende lang in Gestein erhalten geblieben sind. Sind das physische Beweise für diese Legenden? Man kann zum Beispiel mit der Bibel anfangen. Im ersten Buch Mose werden 2-mal Riesen erwähnt. Alle kennen den Kampf zwischen David und Goliath. Goliath war ein Riese. Das ist eine biblische Geschichte. Die Mythologie der Eskimos schildert ausdrücklich, dass zu jener Zeit Riesen auf der Erde lebten. Dasselbe sehen wir in Ägypten. In den Pyramidentexten steht, dass einige Götter im Vergleich zu den Menschen riesengroß waren. Riesen gibt es in jeder Mythologie des Altertums. Warum nicht auch in den heutigen USA? Wenn das der Fall ist, warum sind diese Beweise einfach verschwunden? Im Laufe der letzten 200 Jahre sind in den Erdpyramiden und Grabstätten der amerikanischen Ureinwohner Hunderte von übergroßen Skeletten gefunden worden. Viele dieser Skelette waren 2,10 Meter bis 2,30 Meter groß. Sie wurden von Archäologen in Zusammenarbeit mit der Smithsonian Institution entdeckt, vollständig erfasst und danach weggeschafft. Es gibt viele immer noch erhaltene Publikationen, in denen man alles über diese Entdeckungen nachlesen kann. Wer sind diese Riesen und was ist mit ihnen passiert? Tatsache ist, dass alle diese Knochen verschwunden sind. Obwohl sich viele von ihnen in der Smithsonian Institution befanden, wurden sie zurückgeführt im Rahmen des NACPRA-Gesetzes, das seit 1990 die Rückgabe von Kulturgütern an die indigenen Völker regelt. Leider sind sie aus den Museen und Institutionen verschwunden, sodass wir sie heute nicht mehr untersuchen können. Aber wir können aus diesen Berichten Informationen darüber zusammentragen. Kann es sein, dass man heute immer noch Spuren dieser Abstammungslinie innerhalb der menschlichen Gesellschaft stößt? Am 22. Februar 1918 bekam ganz in der Nähe von Collinsville in Illinois ein ganz gewöhnliches Paar, Harold und Addie Wadlow, ein Kind, das zum größten Mann der Welt wurde. Mit seinen 2,72 Meter war Robert Wadlow bis zu seinem frühen Tod im Alter von 22 Jahren eine menschliche Anomalie. Wadlows enorme Größe und sein anhaltendes Wachstum bis zu seinem Tod war laut den Ärzten auf eine Hyperplasie der Hypophyse zurückzuführen, die einen überhöhten Wert des menschlichen Wachstumshormons zur Folge hatte. Könnte dieses Hormon ein verborgenes Gen in der menschlichen DNA sein? Es wurde festgestellt, dass er an einer sogenannten Hyperplasie oder an Hypophysen-Riesenwuchs litt. Riesenwuchs gibt es bei den meisten Spezies, aber nur ein winziger Teil, etwa 0,0007% einer Population ist davon betroffen. Robert Wadlow könnte ein Beispiel für das Überleben der Gene sein, welche den Riesenwuchs verursacht haben, der von diesen verschiedenen Kulturen beschrieben wurde.
Er war jemand, der scheinbar dasselbe Gen aufwies wie jene Riesen in derselben Gegend, wo diese Erdpyramiden erbaut wurden. Die meisten Ärzte, die ihn gesehen haben, sagten, dass es sich vermutlich um ein genetisches Merkmal handelte. Kann Robert Ludlows Körpergröße bloß seiner überaktiven Hypophyse zugeschrieben werden oder gibt es vielleicht eine genetische Verbindung? Der Genetiker William Brown behauptet, das sei nicht bloß eine weit hergeholte Verbindung, sondern es liege im Bereich des Möglichen. Im menschlichen Genom befindet sich ein großes Reservoir an Variationen und Gencodes, die einzigartige Phänotypen zur Folge haben können, wie etwa Kleinwuchs oder Riesenwuchs. Es gibt bestimmte Fälle, in denen brachliegende Gensegmente der DNA auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden, wie etwa Veränderungen bei der Größe eines Menschen. Es ist möglich, dass es in großen Bereichen der DNA mit inaktiven Segmenten Gene gibt, die mit dem Auftreten einer überdurchschnittlichen Körpergröße zusammenhängen. Da die Beweise mysteriöserweise verschwunden sind, lässt die heutige menschliche DNA auf eine humanoide Spezies schließen, die einst auf diesem Planeten lebte? Könnte diese Verbindung eine Erklärung für die größten Menschen der Welt liefern? Wenn wir uns fragen, ob es direkte genetische Beweise gibt, die eine Verbindung zwischen uns und den Riesen der Vergangenheit herstellen, dann gibt es meines Wissens diese physischen DNA-Beweise zurzeit nicht. Aber im Laufe der Menschheitsgeschichte sind Überlieferungen von Riesen weit verbreitet. Schon im Altertum wurde über sie gesprochen. Und wir haben in der Neuzeit Beweise gefunden. Die Frage ist, sind wir in irgendeiner Weise mit diesen Riesen verwandt? Wenn wir uns die Narrative unserer ältesten und hochgeschätzten spirituellen Traditionen anschauen, ist ein roter Faden zu erkennen. Dieses Thema fasziniert mich, denn es besagt, dass die Menschheit wiederholt einen beabsichtigten Prozess durchlaufen hat, um an den Punkt zu gelangen, an dem wir heute sind. Mit anderen Worten, es gab zahlreiche Versuche, genau die richtige genetische Formel für den menschlichen Körper zu finden, den wir heute sehen. Und tatsächlich sagt uns die jüdisch-christliche Tradition, dass es Bestrebungen nach der richtigen genetischen Formel gab, um die Macht des menschlichen Geistes in körperlicher Form zu erhalten. In diesem wiederholten Prozess von Versuch und Irrtum traten Lebensformen auf, die im Laufe der langen Geschichte nicht aufrechtzuerhalten waren. Es gibt Hinweise, dass zu diesen Lebensformen die Riesen gehörten. In den ältesten Aufzeichnungen des Alten Testaments wird auf die Elohim und die Nephilim Bezug genommen. Im Mai 2019 leitete die Moderatorin von Open Minds, Regina Meredith, mit Hilfe von Gaia ein Team, das eine Reihe von riesigen Knochen untersuchte, die einem Mann namens Luigi Muscas in Sardinien gehören. Sein Buch »The Giants of Sardinia« enthält Bilder von übergroßen menschlichen Knochen und DNA-Tests, die von der Universität Padua durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen die Blutgruppe 0 negativ. Interessanterweise gehört Sardinien bis heute zu den Orten mit der höchsten Konzentration dieser Blutgruppe auf der ganzen Welt. Luigi glaubt, dass dieser genetische Stammbaum eine Auswirkung der riesenhaften Vorfahren ist. Können wir in den alten Texten noch mehr Beweise für die DNA-Abstammungslinie finden? Was verraten sie uns über die wahre Geschichte der Menschheit in Bezug auf urzeitliche Riesen und deren mögliche Interaktionen mit dem Homo sapiens sapiens?
Ich beziehe mich immer wieder auf alte Texte, weil wir durch sie die früheste Vergangenheit verstehen können. Darin steht, dass hochentwickelte Wesen aus dem Weltall in Mesopotamien, im heutigen Irak sowie in Afrika ankamen und sich viel später über den ganzen Planeten bis nach Nordamerika verbreiteten. Das wurde von einem ihrer Anführer angeordnet. Während dieser Migration paarten sie sich mit anderen Hominiden und zeugten diese sehr großen Menschen. Das Buch Genesis erwähnt die Zeit, als die Elohim, die Söhne Gottes, mit den Töchtern der Menschen zusammenkamen und Riesen zur Welt brachten. Manchmal wurde auch erwähnt, dass diese Kinder so groß waren, dass sie aus dem Mutterleib entfernt werden mussten. Heute würden wir das einen Kaiserschnitt nennen. Sie konnten nicht unter normalen Umständen geboren werden, sondern mussten künstlich auf die Welt gebracht werden. Könnten diese Berichte über Riesen in religiösen Texten die Theorie unterstützen, dass wir dieselbe DNA haben wie diese ausgestorbene Spezies? Experten weisen darin auf verschiedene Arten von Riesen hin. Riesen wurden auf der ganzen Welt gefunden. Es gibt außergewöhnliche Geschichten aus China, die im Westen weitgehend unbekannt sind. Als Entdecker nach Marco Polo im 16. und 17. Jahrhundert über die Seidenstraße vom Mittelmeer bis nach China gelangten, waren sie verblüfft, was sie dort fanden. Sie trafen Riesen an, die 4,5 Meter groß waren und als Wachen vor dem kaiserlichen Palast standen. Sie waren die übrig gebliebenen Nachfahren der Anunnaki. Mit dieser Körpergröße fällt man auf. Das sind außergewöhnliche Geschichten aus China, die unbekannt sind. Es gab andere Riesen, die Hüter der Weisheit. Sie hatten von ihren Vorfahren das Wissen erhalten, wie man megalithische Strukturen erbaut und Getreide anbaut, kannten die Himmelszyklen und zahlreiche Sprachen. Und sie konnten laut den alten Texten mit ihrer Technologie um den Planeten reisen. Das waren hochentwickelte Wesen. Sie wurden in der Bibel Nephilim genannt oder auch Anakita. Sie waren hochentwickelt und vermittelten diese Kenntnisse den Menschen. Ich glaube, die Anunnaki waren die Riesen, von denen es alte Darstellungen gibt. Zum Beispiel auf den Rollsiegeln im British Museum. Der Anunnaki-Gott sitzt auf einem Stuhl. Und die Menschen, zu denen er spricht, sind bedeutend kleiner. Im alten Ägypten erkennt man auf den Abbildungen in einigen Tempeln, zum Beispiel in Dendera, übergroße Figuren. Die Menschen, zu denen sie sprechen, reichen ihnen nur bis zu den Knien. Matthias de Stefano, aufgrund seiner Erinnerungen an frühere Leben, in denen er verschiedene Lebensformen in anderen Welten verkörperte, schildert seine Version dieser Rasse von Riesen. Ich erinnere mich an die Geschichten von meinem Großvater, als ich zu den Zeiten von Atlantis am Nil lebte. Darin kamen Wesen aus dem Himmel vor, welche die Erde bevölkerten. Die Aesir waren große Wesen, etwa doppelt so groß wie wir. Wir nannten sie Anunnaki. Die Nemnir waren die ersten, die hierher kamen. Sie waren noch etwas größer als die Aesir, die Anunnaki, und lebten nur in kalten Regionen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meiste Zeit, während die Nemnir auf der Erde verbreitet waren, eine Eiszeit herrschte. Die letzte Eiszeit begann vor etwa 200.000 Jahren und endete ungefähr 10.000 vor Christus. Während dieser Zeit herrschten die Nemnir über Europa, Sibirien, Teile des Nahen Ostens und Nordamerika. Einige Nemnir waren sehr groß und die meisten waren rothaarig. Most of them were redheads.
Diese Wesen hatten Macht, aber sie waren keine Krieger, soweit ich es beurteilen kann. In den Geschichten wurde nicht erzählt, dass sie gegen Menschen kämpften, aber sie waren nicht freundlich. Sie kamen hierher, um Informationen im Eis aufzuzeichnen. Sie lebten wie frühzeitliche Menschen, in Höhlen, hatten keine Zivilisation, keine Städte. Sie lebten in kleinen Familien, alleine oder zu dritt in den nördlichen Regionen. Die meisten Menschen hatten Angst vor ihnen. Die Nemnir verbreiteten diese Angst, um Grenzlinien zu ziehen. Zu einer Zeit, als es auf der Erde keine Grenzen gab, keine Länder, keine Pässe, konnte man nur durch Angst jemanden daran hindern, eine bestimmte Linie zu überschreiten. Deshalb hatten einige Geschichten den Zweck, Grenzen zwischen den Gebieten zu ziehen. Laut den Geschichten, die ich kenne, waren sie keine Menschenfresser. Aber sie erschufen diese Vorstellung, damit wir ihnen nicht zu nahe kamen. Sie wollten keine Verbindungen mit den Menschen eingehen, weil sie hierher kamen, um ihre eigene Arbeit zu erledigen. Andererseits gab es die Aesir, die Anunnaki. Sie waren für uns sehr groß und lebten mit uns, hatten Beziehungen und Sex. Einige von ihnen liebten uns und hatten Kinder. Andere hingegen wollten uns beherrschen und versklaven. Sie waren nicht sehr viele und nicht sehr verbreitet auf der Erde. Sie kamen hierher, weil ihre eigene Welt unterging, lebten in den Bergen des Nahen Ostens und im Mittelmeerraum. Sie haben uns praktisch alles beigebracht, was wir als Menschen wissen. Sie haben uns das Feuer gegeben, die Landwirtschaft beigebracht, die Gesellschaft, die Religion. Auch wenn die meisten von ihnen nicht gut zu den Menschen waren, haben sie uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wenn es auf diesem Planeten zwei Stammeslinien von sogenannten Riesen gab, kann es sein, dass sie immer noch existieren? Durch unsere DNA, wie Wardlow, oder in abgeschiedenen Gegenden? Als ich die Gelegenheit hatte, um die Jahrtausendwende Gruppen in die Gebirgsregionen von Zentralchina und Tibet zu führen, erzählten uns die Mönche und Nonnen von Riesen, die bis heute im Himalaya leben, in Höhlen, die schwer zugänglich sind. Sie leben sehr zurückgezogen. Sie sprechen scheinbar keine gesprochene Sprache, wie wir sie kennen. Wir wissen nicht, wie alt sie sind, aber scheinbar existieren sie noch. Als wir dort waren, wurden uns Schädel und Armknochen dieser Wesen gezeigt, die in den Höhlen gefunden wurden, nachdem sie gestorben waren. Wenn eine Zivilisation von Riesen einst die Erde bevölkerte, warum ist ihre Existenz lediglich Stoff für Mythen und Legenden? Sind moderne Riesen wie Robert Wardlow nur das Produkt einer überaktiven Hypophyse? Oder kann der Stammbaum innerhalb der menschlichen DNA zu diesen riesenhaften Wesen zurückverfolgt werden? Berichte von Interaktionen zwischen den Menschen des Altertums und Riesen gibt es auf allen Kontinenten. Könnten sich diese Legenden auf eine ausgestorbene Rasse beziehen? Den Riesen werden unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben. Wilde Barbaren einerseits, spirituell erleuchtete Anführer der Menschheit andererseits. Was können wir daraus lernen? Zu der Zeit, als ich im Chem lebte, im nördlichen Teil von Ägypten, vor etwa 12.000 Jahren, hielten wir die Riesen für die Väter und Mütter unserer Zivilisation.
Es gab viele Wesen, die von den Sternen kamen und uns etwas vermittelt haben. Aber niemand hat uns mehr über uns selbst beigebracht als sie, weil sie auch von Emotionen geleitet wurden. Andere Wesen wie die Arcturianer oder die Sirianer kannten keine Emotionen. Sie arbeiteten nur mit der Information. Aber die Riesen waren wie wir. Auch sie hatten Probleme in den Beziehungen mit ihrer Familie, mit ihren Eltern und ihren Geschwistern. Sie wollten sich selbst umbringen, hatten Depressionen, waren glücklich, feierten, wollten Sex und eine Familie gründen. Sie hatten viel mit uns gemeinsam. Unbewusst vermittelte uns die Anwesenheit der Riesen, dass Götter und Göttinnen uns gleich waren. Wir konnten werden wie sie und über uns hinauswachsen. So entstand die Vorstellung, die Götter nach ihrem Ebenbild zu erschaffen. Denn sie stellten Aspekte dar, die wir nicht hatten. Zum Beispiel die Macht über das Feuer, über die Luft, die Blitze. Alle diese Dinge waren für sie möglich, weil ihr Evolutionsprozess sie bis an diesen Punkt geführt hatte. Aber als wir sahen, dass sie dieselben Gefühle und dieselben Probleme hatten wie wir, glaubten wir, dass wir dieselbe Macht haben konnten. Deshalb haben die Menschen den Krieg gegen sie gewonnen und erkannten, dass sie größer sein konnten. Wir machten uns ein Bild von ihnen, zu dem wir selbst auch werden wollten. Wir wollten wie Poseidon sein und Zeus sein. Sie waren die Berühmtheiten jener Zeit, so wie die Hollywood-Stars heute. Und sie zeigten uns, dass wir sein konnten wie sie. Ich glaube, was wir von ihnen geerbt haben, waren nicht ihre Errungenschaften in dieser Welt, durch Zivilisation, Sklaverei und so weiter, sondern die Vorstellung, dass es keine Rolle spielt, wie groß oder wie klein man ist. Man hat dieselben Probleme und man kann wachsen. Verbirgt sich die Existenz der Riesen in der menschlichen DNA? Können wir vielleicht eines Tages die Stärke und die Weisheit unserer Vorfahren ausschöpfen? Und kann es sein, dass die Riesen heute immer noch unter uns sind? Vielleicht ganz in unserer Nähe? Wenn wir das Geheimnis dieser riesigen Wesen des Altertums lüften, lernen wir vielleicht mehr über uns selbst und die Welt, in der wir leben. Für das großzügige Teilen dieser so aufschlussreichen Episode möchten wir Gaia noch einmal unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Gaias Engagement für die Erstellung von inspirierenden, informierenden und empowernden Inhalten passt perfekt zu unserer Mission. Wenn Sie tiefer in die Welt der Weisheit und Erkundung eintauchen möchten, klicken Sie unbedingt auf den Link in der Beschreibung, um Gaia zu abonnieren und einen Schatz an aufschlussreichen Inhalten freizuschalten, darunter viele weitere Episoden wie diese. Indem Sie der Gaia-Community über den Link in der Beschreibung beitreten, unterstützen Sie auch unseren eigenen Kanal. Eine Geste, für die wir Ihnen von ganzem Herzen danken.